Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Liebe Geschwister, wir leben in einer harten Zeit. Es ist die Zeit, wo man sehr viel Geduld haben muss. Sehr viel Geduld üben muss. Denn der Prophet Muhammad a.s. sagte wie im authentischen Hadith, Inna min waraikum zamanus sabr. Wahrlich, auf euch warten Zeiten der Geduld, der Standhaftigkeit, wo man viel Geduld üben muss. Lilmutamassik fihi ajru 50 shahidan minkum. Für denjenigen, der an der Religion festhält und seine Religion praktiziert, obwohl es so schwer ist, obwohl es so viele Versuchungen gibt, obwohl es so viele Prüfungen gibt, obwohl so viel Unheil auf der Erde ist, ja, hält er trotzdem an der Religion fest, er wird die Belohnung bekommen. Er sagte dann, der Prophet sagte, wie 50 Märtyrer von euch, subhanallah, 50 Märtyrer von den Sahaba, so viel Belohnung kann man bekommen, wenn man geduldig ist in dieser schweren Zeit. Und trotzdem Islam praktiziert, trotzdem Allah anbetet, trotzdem seine Hajj und Umrah macht, trotzdem versucht, so zu leben, wie es Allah will, dass man seine Gebete verrichtet, dass man seinen Hijab trägt, dass man seine Salat al-Jumu'ah verrichtet, egal wie schwer die Zeit ist, egal wie viel die Prüfungen sind, dass man versucht, standhaft zu bleiben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alles standhaft machen. Liebe Geschwister, der Prophet Muhammad a.s. sagte, es gibt keine Eigenschaft, die ein Mensch bekommen kann, die so extrem ist bei Allah oder die so wunderschön ist, die so bewundernswert ist, die so beneidenswert ist, wunderschön ist, eine der allerbesten Eigenschaften, die man haben kann, und zwar die Eigenschaft der Geduld, dass man Geduld übt und standhaft bleibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle geduldig machen und standhaft machen. Und möge Allah uns sterben lassen als Muslime. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaikum.